Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns aus Naxxramas erspielen können, aber nur, wenn ihr einige Rätsel vorher absolviert habt. Und da würde ich euch gleich empfehlen, falls ihr das nicht getan habt, solltet ihr ein paar meiner Videoguides angucken, die ich schon aufgenommen habe, denn wir brauchen einige Vorvoraussetzungen. Als allererstes braucht ihr eine Freischaltung, und zwar Erinnerung an Shulomance. Das ist ein Achievement, das unter Erkunden östliche Königreiche drin ist. Das ist neu reingekommen mit Patch 10.1.5. Und dafür müsst ihr ein paar Rätselsachen erledigen rund um Shulomance und dann könnt ihr die alte Version von Shulomance quasi freischalten. Das ist das Erste, was ihr braucht. Habe ich ein Video zu aufgenommen, ist etwa Viertelstunde lang das Video. Der Inhalt ist natürlich ein bisschen mehr, weil die Flugwege rausgecuttet sind. Als Zweites braucht ihr ein zweites Achievement, kam auch rein mit Patch 10.1.5. Schutze der Zitadelle des Schreckens. Da schaltet ihr die alten Geheimnisse um Naxxramas frei. Auch das braucht ihr. Für dieses Achievement brauchen wir das alte Scholo, deswegen müsst ihr beide machen. Ist auch etwa eine Viertelstunde lang. Inhalt ist halt wieder ein bisschen länger, ne, was ihr selber machen müsst. Ihr wisst ja, ist ja alles ein bisschen zusammengecuttet. Genau, die beiden braucht ihr. Dann braucht ihr eine dritte Sache. Sobald ihr nämlich das alte, die Geheimnisse von Naxx freigeschalten habt, könnt ihr in Naxx einen Händler freischalten, der die T3-Sachen hat und noch ein paar Zusatzgedönse. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ist auch so 10 Minuten, Viertelstunde etwa lang. Genau. Das braucht ihr auch, werde ich euch auch noch verlinken. Und wenn ihr die Sachen alle gemacht habt, oder wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut einfach die Videos rein, dann kommt ihr zu dem Punkt, wo wir jetzt ansetzen mit dem Mount. Und zwar, wo sind wir? Wir sind im Naxxramas. Ihr könnt in Nordend reingehen, hier in der Drachenöde. Ne? Oder ihr nehmt den Port, den ihr dementsprechend hier habt, in den Pestländern. Etwa hier auf Koordinaten 34, 22, irgendwo da war der. Den habt ihr ja freigeschalten, wenn ihr diese Secret-Sachen erledigt habt. Dann lauft ihr rein, habt den Händler ja schon freigeschalten, falls nicht. Dann T3 im Händler-Video anschauen, das zeige ich euch da, wie man ihn freischaltet. Und jetzt ist es so, dass wir ein Item hier bei dem brauchen. Wichtig ist, ihr solltet im 10er reingehen, im 25er funktioniert das Ganze nicht. Wir brauchen nämlich ein Item von dem Händler und der Händler verkauft uns das Item verfaulte Köstlichkeit und die müssen wir kaufen. Das kostet uns Druckmittel des Todes und zwar insgesamt 30 Stück. Wo kriegen wir die her? Diese können wir eintauschen gegen zwei Möglichkeiten haben wir da. Einmal Geißelstein des Verderbers. Die bekommt man aus Naxx. Und zwar von jedem Boss bekommt man eins. Also insgesamt 15 Stück in der Woche mit einem Char. Oder wir können noch das andere eintauschen. Und zwar haben wir hier Geißelstein des Eindringlings. Da kriegt man immer eins von jedem Boss aus Scholo und aus... wie heißt die andere Instanz? Stratholm, genau, jetzt wollte gerade sagen. Also Stratholm ist hier oben, ne? Stratholm oder Scholo hier. Da kriegt man immer eins, könnt ihr durchgehen farmen. Effizienter ist es natürlich, wenn ihr euch die Verderberdinger holt. Die sind auch Blizzard-Account gebunden, heißt, wenn ihr ein paar Twink-Chars habt, lauft mit den Twinks durch, schickt euch die zu. Da braucht ihr nämlich nur einen Boss umhauen und nicht 10 wie beim anderen. Genau, da könnt ihr die nämlich umtauschen und bei jedem Umtausch bekommt ihr quasi eine so eine Marke und dann braucht ihr 30 Stück. Heißt, wenn ihr mit zwei Chars komplett Naxx durchlauft, habt ihr 30 Stück zusammen. Gut, wir kaufen uns das Teil jetzt mal. Und der nächste Schritt beinhaltet, dass wir jetzt ins Militärviertel, heißt es, glaube ich, rübergehen. Und da müssen wir nämlich jetzt versuchen, diese verfaulte Köstlichkeit einem Pferd anzudrehen. Und zwar, wir können uns das jetzt auch schon mal kurz angucken. Das Mount, das wir uns heute holen wollen, heißt Tapferkeit. Das ist hier so ein untotes Ross. Hat auch so die alten Models. Sieht ganz cool aus, ne? So ein bisschen in grünlich. Hat hier auch einen Totenkopf mit dranhängen. Und auch so brennende Hufe, würde ich jetzt mal sagen. Gut, das können wir uns in dem holen, dass wir jetzt einmal hier reingehen, in das Militärviertel. Und dann ist ganz wichtig, dass der erste Boss im Militärviertel auf jeden Fall noch lebt. Wenn der nicht mehr lebt, dann könnt ihr den ganzen Spaß nicht machen. Und ihr müsst es halt auch im 10er machen. Diese ganzen Freischaltungen, die ihr ja schon geholt habt, sind aber Battle.net-Account-weit. Also ihr könnt es mit jedem Twink machen, müsst es nicht mit dem Main machen, wenn ihr hier jetzt quasi die Boss schon umgehauen habt. Da haben wir Tapferkeit. Wir haben jetzt das Item im Inventar, laufen zu ihm hin und ihr seht, wir werden hier weggekickt. Und jetzt können wir versuchen,
das Leckerli quasi anzubieten. Aus der Reichweite. So, jetzt sind wir nah genug dran. Bieten wir das Leckerli an. Und ihr seht, das futtert dann einmal unsere Leckerli, unsere Leckerheit. Wenn wir jetzt hinlaufen, hat es aber trotzdem keinen Bock auf uns. Okay, heißt, wir müssen jetzt noch was anderes machen. Und dafür kommt jetzt der erste Boss hier mit ins Spiel. Wir müssen nämlich jetzt zu dem Boss laufen. Und bei dem Boss ist es ja so, dass man dem normalerweise dadurch gespielt hat, dass man Ads übernommen hat und die Ads haben dann den Boss getankt, denn der Boss hat damals halt extrem viel Schaden rausgehauen. Im 10er haben wir die Möglichkeit, dass wir, ne, weil man im 10er eventuell keine zwei Priester dabei hat, diese Mobs über diese Kristalle hier übernehmen kann. Heißt, wir können die jetzt hier anklicken, übernehmen so einen Mob, seht ihr das? Und den Mob brauchen wir nämlich jetzt, dass wir einmal zu dem Pferd hinterlaufen. Das machen wir jetzt mal, würde ich sagen. Sieht auch ganz cool aus, ne? Das Schild, was wir droppt, glaube ich, auch hier irgendwo drin. Das hat ich letztens bekommen. Hat tatsächlich ganz coole Aesthetics hier. Mal schauen. Ich glaube, adden tun wir hier anscheinend nichts. Also, wir laufen jetzt mit dem NPC zur Tapferkeit. Wichtig ist halt, ihr müsst vorher das Zeug futtern, ne? Sonst funktioniert nicht. Gut, jetzt haben wir quasi uns das Mount geholt. Jetzt laufen wir mit dem Typen einmal wieder zurück zum Bossfight. Und danach können wir nämlich den freilassen. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob wir den Boss angreifen müssen damit oder nicht, aber wir machen es jetzt lieber mal. Also wir greifen jetzt den Boss damit einmal an. Da sind wir einmal im Kampf. Und jetzt müssten wir hier irgendwo aussteigen können. Jetzt schauen wir mal freigeben. Genau, das machen wir jetzt. Und seht ihr, jetzt ist der Typ nur auf dem Mount. Jetzt gehen wir einfach her und bringen die ganzen Kollegen um. Jetzt schauen wir mal. Tada, da haben wir unseren Gaul. Da ist er drin. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr den angreifen müsst. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe es jetzt mal lieber gemacht. So hat es funktioniert. Würde ich jetzt euch auch mal empfehlen. Nicht, dass ihr dann euer Item quasi umsonst rausgehauen habt. Ne? Und wie gesagt, ihr müsst das unbedingt im 10er machen. Denn im 25er sind, glaube ich, diese Übernehmungspylonen nicht da. Und dann, ne, könnt ihr das Ganze nicht machen. Vielleicht geht's mit dem Priester, mit Mind Control, aber ja. Gut, ich würde sagen, jetzt gehen wir noch einmal aus der Inni raus, mounten einmal auf und schauen uns das nette Viech noch ein bisschen genauer an. Und ja. Oh, das ziehen wir jetzt hier mal so ein bisschen weg. Gucken wir gleich mal, da haben wir es doch. Tapferkeit, ich ziehe mir das schon mal hier irgendwo in die Leiste rein. So, da la. Also, da haben wir's. Ja, sieht schon ganz nett aus. Mount Special ist bei den Pferden ganz normal, ne? Hat halt alte Texturen, aber es ist ja auch ein Rätsel quasi rund ums alte Naxxramas. Gut, das war's eigentlich soweit mit dem Mount Guide. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen und wie gesagt, falls ihr diese ganzen anderen Rätselsachen noch nicht gemacht habt, verlinke ich euch die Videos unten. Die braucht ihr halt, sonst könnt ihr hier quasi nicht loslegen. Gut, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Videoguide wieder. Euer Tilla, bis dahin, ciao.